Irgendwie mag ich diese flache, nahe Kameraperspektive, mit der ich oft einen Part beginne. Hier so reingezoomt. Man sieht die Blumen sehr schön, den Hintergrund, den nächsten Level. Ja, und das ist Eisflug. Wir haben uns schon einiges eingebrockt hier in der fünften Welt. Es kann weitergehen mit einem Fluglevel. Das wird innovativ. Ein Fluglevel, ne? Hast du eigentlich, wenn du es kannst, in einer Minute durch, aber ich kann es nicht. Ich muss erstmal gucken. Wo ist was? Wie kriege ich das am besten und das auch noch systematisch in der Zeit? Aber ich bin guter Dinge. Können wir das direkt. Ja, dann, wenn da wieder Schienen sind, dann fahre ich doch einfach mal. Fahren vor allen Dingen. Wie ich entgegen des Uhrzeigersinns. Also entgegen der Fahrtrichtung, meine Herren. Geht schneller, als wenn ich den hinterher jage. Ich finde, das kann man auch relativ linear erstmal abhaken. Obwohl, da sind schon Sachen auf dem Weg, ne? Wir sehen Helikopter. Vielleicht wären die ein interessanter Punkt als zweites, sich vorzunehmen. Nur so in der Form schon mal welche. Die sehen sehr klapprig aus und weichen relativ gut aus. Und sei es unfreiwillig. Hier gibt es nur diesen Areal. Shit, noch drei. Keine Ahnung, wo die stecken. Das war's dann wohl. Ja. Blöd. Ich guck mich erstmal anderweitig um. Also, wenn ich hier geradeaus mache. Ja, das ist vielleicht eine Idee. Ah, da war noch eine Schatztruhe. Ja, Mai, ich weiß auch nicht. Ich konzentriere mich halt gern immer erstmal auf eine Sache. Zumal das echt zu viel wäre. Alles auf einmal. Guck mal, wir haben zwei große Warum ist denn hier nichts weiter? Das ist ja voll blöde. Wo ist denn jetzt das letzte Lämpchen? Da ist es. Also nicht die Truhe, sondern. Nee, das lässt sich schon kombinieren. Die stecken halt zusammen. Ne? Zwei Bereiche. Aber ich erwähnte bereits. System! System! Ich bin aber gute Dinge. Das sieht mir eigentlich machbar aus, behaupte ich jetzt noch. Ah, wenn dir immer nur eine fehlt, ne? Geilstes Leben. Ich bin noch im Lernprozess. Ist noch die Lernkurve da oben, ne? Ja, reicht ja trotzdem nicht mehr. Verstehe. Doch, damit fangen wir an. Und dann fahren wir... Guck mal, das ist doch perfekt. Du gehst einmal so hin... Und auf dem Rückweg zu den Schienen machst du die ganzen Kisten. Wenn es geht. Guck mal, die hatte ich eben quasi übersehen. Spyro, er hat sich noch gefangen. Ist ja selten der Fall, dass es da noch geht. Guck mal, das war alles. So, ja, vergiss. Ich vergesse dich mal. Ah, und ich habe gedrückt in der Luft, wo er schon abgestürzt war. Das ist aber, dass das geht, Mann. Freunde! Und danach gibt es schon den Boss, glaube ich, von der Welt. Wo wir die anderen regulären Level schon haben. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, wa? Sensationelle Szenen spielen sich hier ab. Gut, das ist alles ein bisschen nah beieinander und komisch positioniert, aber darf man ja von so einer Welt erwarten, wenn man schon so weit ist und so weiter. So, bitte keine Truhen übersehen, das wär formidabel. Das dann alles sind. Hier sind welche. Hier gehört eine ganze Ecke. Nur noch eine? Was? Was war die hier? Fuck, noch eine Runde drehen. Das hat natürlich nicht hier muss. Ich glaube, ich brauche das am Ende für die. Komischen Helikopter-Dudes. Oder auch jetzt schon. Ah. Nicht clever anstellst. Aber man pusht das schon mal, ne? Ja, ja, ja. Braucht man ja ein Gehirn.
hat was. Der Zug vielleicht doch als allerletztes. Und die Truhen einfach souveräner mitnehmen. Da versuche ich so ein bisschen meine eigene Route zu bilden. Oh, jetzt hat das nicht geklappt. Ich fall vom Glauben ab. Einer fehlt noch. Kein Ding, das weiß ich jetzt. Truhen fangen erst hier an. Ah, hab gesehen. Ah, ja, es ist aber schon die Zeit. Du musst es halt souveräner am Stück hinkriegen. Das ist das, was die wollen. Dass man das kann, ist jedem klar. Ja, aber ich muss trotzdem zu den Dudes. Ich muss ja da hin. Und da bin ich jetzt hochoffiziell. Also. Was, die letzten, die haben einen eigenen Bereich oder was? Das scheint mir so. Ja. Fuck! Irgendwie, ja, Mai, bessern. Aber wir sind auf einem guten Weg. So ist das halt. So sind die Fluglevel in Spyro. Eigentlich kann ich sogar mal so fliegen. Es ist trotzdem ein Hin und Her und Hickhack. Aus Absicht, ne? Das ist volle Absicht von den Entwicklern. Es nicht linear machen. Du sollst Mischmasch betreiben. Nein, nicht mit mir. Gegner des Mischmasch. Bei mir herrscht Zucht und Ordnung. Sogar was Schätze einsammeln angeht. Shit! Da jetzt zu drehen kostet viel zu viel Zeit. Das wäre natürlich ein bisschen geiler gewesen, aber... Ach, nee, so kann ich es knicken. Komm, geh baden. Geh baden und tschüss, Mann. Hätte es allerdings geklappt, hätte ich genug Zeit. Leute, es prägt sich ein, ne? Ich weiß, 20 Millionen Versuche zuzuschauen. Ja, es gibt Geileres. Aber zusammen schaffen wir das gewünschte Endergebnis. Dass hier mal ein bisschen hell werde in der Ecke mit den vielen. Das sind ja Leuchttürme für mich. So ein bisschen. Unser Feuerspucker bringt die zum Erleuchten. Vielleicht haben wir lieber so eine Runde. In die Ecke noch. Das ist schon besser. Sagte er. Dann hat die nicht ganz auf dem Schirm gehabt. Das habe ich halt erst nicht gerallt. Diese Helikoptertypen sind in zwei verschiedenen Räumen. Okay. Ja, so ist es halt. An für sich nimmt der Level wenig Zeit weg, aber die Versuche, die läppern sich halt, ne? Noch geiler wäre es, wenn es hier um Extra-Leben ginge. Und du musst jedes Mal in der Oberwelt wieder hinlatschen. Das wäre doch mal... Wäre das nicht geil? Wäre das geil? Nee, das wäre nicht geil. Ganz und gar nicht geil wäre das nicht. Schrömm! So, Number One, weiter geht's.
Ja, da waren jetzt zwei, aber okay. Hauptsache, ich krieg hier die straighte Linie rein. Ja, doch, doch. Akzeptabel. An der Kotzgrenze, oder? Das war doch schon mal schön. Den haben wir noch mitgenommen. Das ist gut. Den dritten kriegen wir jetzt nicht perfekt. Also erstmal dann an die Spacken. Oh, und dann ersäuft er hier. Ich raste aus. Und das mit Erfolg. Das ist die Wahrheit und nichts als der Wahrheit. So funktioniert das. Spyro 100% blind. Könnt ihr euch so vorstellen. Klappe zu, Affe tot. So steht es geschrieben. Können sogar noch ein bisschen mehr rocken. Ja, guck mal. Was ist der denn? Warum sehe ich denn den nicht? Crybaby, ja. Aus Gründen. Sehe ich den denn nicht? Das ist halt so. Ich den da halt schon mit. Ich kann nicht den Turm, wo ich so umdrehe, auch. Ich muss doch flexibler werden. Keine Frage. Zack, bumm, peng. Da hat er den Zong und weg ist der Balkon. Läuft bei uns, ab zu den Zügen. Wer mag Züge? Ich mag Züge. So, das war ja der Bereich. Da kannst du eigentlich auch so weitermachen. Aber das ist jetzt halt meine Route, mein Konzept. Und das funktioniert sogar, wenn man will. Fuck. Ich treffe die Dudes nur nicht. Ja, auch überall und nirgends, ne? Wunder hatten wir die bisher noch nicht. Die sind ja richtig gemein. Die sind ja richtig hier am Auf- und Absteigen. Ich hab sie alle, jetzt nur noch die Züge. Da sind sie. Yes! Das war schon knifflig, Heidewitzka! Aber ihr dürft mich jetzt loben. Ist der Daumen oben, könnt ihr mich loben. Hey! Fünfstellig! 10.000, das ist doch was. Das ist doch was. Ist das was? Das ist doch was. Ah, von der Zeit her, so, also, wäre noch besser gegangen, in der Tat. Egal. Ja, wo muss ich jetzt, wo ist denn jetzt nochmal der Boss hier? Verdammt. Ich wollte schon sagen, war so geplant, aber... Nee, war es doch nicht. Ja, in der Nähe von dem Ballon-Typi. In der Nähe von den Ballonfritzen, definitiv. Da geht die Lotze ab. Deswegen darf ich da auch nicht spawnen. Nee, ganz weit weg nämlich. Ach, Spyro, manchmal... Diese Kombination aus Rennen und Gleiten, die geht manchmal in die Hose. Ich bin selbst schuld. Keine Frage. Nicht das Spiel, ich selbst. Boss-Level, Leute. Wisst ihr, vor Boss-Level habe ich gar nicht mal
so Angst, weil Bosslevel an für sich meistens sogar eher chillig sind. Nein, das war das nicht. Da gibt es ja weniger Drachen, da gibt es ja irgendwie weniger zu finden. Warte, da war der Eisflug. Das heißt... Das war nicht hier. Nix wie weg hier. War in der Mitte das Ziel? Hä? Hier müsste es gewesen sein. Sorry, ich war ja nur einmal da am Start. Ja, Chuck. Chuck Wass. Nee, Chuck heißt es. So ein Weinladen, der so heißt, oder? Chucks Weindepot. Begegnung mit Chuck. Oder Chuck, Nick, das heißt Chuck. Haut den Schurken auf die Gurken, würde ich sagen. Oh, schon wieder neue Schurken und Gurken. Sieht mir ein bisschen aus wie von Resident 2, ey. Dudes. Das war's Hardcore-mäßig. Willst du mir jetzt erzählen? Nee, ich dachte schon. Wie viel Leben haben wir denn noch? Das sah mir so Game-Over-mäßig aus. Ja, dürfte reichen. Okay. Bist du für die Plattform verantwortlich? Alle nicht ganz geheuer. Eine einheizende dicken Hausfrau. Ich weiß auch nicht, was soll das darstellen? Scheiße. Das war in der anderen Richtung. Das ist auch noch was. Multiple Wege. Ich weiß nämlich nicht, was das Secret ist und was, wo es ernst wird, also richtig ernst. Hält die Kralle hoch, ne? Was ist das für ein Stein? Mögliche... Nee, da war das. Ach, keine Ahnung. Bitte, Spyro, warum? Das gibt es doch nicht. Tu uns das nicht an. Spyro. Der Dragon. Mit den Armen verschränkt. Das geht doch gar nicht. Es ist, ich bin erschüttert. Ich bin verletzt, ja. Was macht ihr? Alle beide. Okay. Okay, gut. Gar nicht so mitgerechnet. Da ist mir nur recht. Da hinten war doch was. Komisch. Komische Sache. Komme ich auch dahin? Ja. Jede Wette. Seid mir einen Schritt zu hoch, ey. Aber den anderen. Ah!
Man muss was wagen, ne? Hilft ja alles nichts. Chuck hat immerhin einen Namen. Das finde ich sehr interessant. Nicht so wie Metallkopf oder so. Chuck. Chuck Villeneuve. Zum Beispiel, ne? Das ist ein prominenter Chuck. Chuck Villeneuve, Formel-1-Fahrer oder Ex-Formel-1-Fahrer. Ich denke schon, dass das in der Vergangenheit liegt. Oh je, Attacke da. Ich weiß nicht, welche ich schon habe. Nee, da war ich noch nicht. Sieht halt auch übelst entflammbar aus, was die da tragen. So, hier waren wir schon am Start. Na gut. Was ist das mit diesen Plattformen und den Narren? Ich weiß nicht. Hält mich ja offensichtlich zum Narren. Andere Richtung ist nichts mehr fahren. Nee, da will ja unbedingt dahin. Ist klar, weil da liegen ja eh welche. Aber man darf ja mal hinterfragen. Hey, Dragon! Revilo! Alles klar im Revier. Noch ein Tipp vor diesem Kampf? Ein Tipp? Ein weiser Drache sagte mal, strebe nach hohen Zielen, aber gib auf fliegende Kisten Acht. Hä? Hohe Ziele, fliegende Kisten. Alter, was ist mit ihm los? Ach, er ist das! Das ist Chuck. Ich dachte, was für ein komischer Gegner. Tut weh. Verdammt! Ich wollte ihm gerade einheizen. Ein bisschen Haut drauf, Taktik. Ist manchmal nicht verkehrt. Diesmal schon. Ja, das ist so ein... Ach so, deswegen! Das ist wegen... Heißt es nicht Jack in the Box? Zum Beispiel der Donkey Kong Country, Donkey Kong 64 Boss. Fliegende Kisten. Es ist eine Verfolgungsjagd. Das war's? Loser. Tut mir leid, aber das war mal wieder gar nichts. Das sage ich, obwohl ich verloren habe. Hä, wie viel gibt's denn hier? Wie viel gibt das eigentlich? Ja, toll. Ach, weißt du was? Geh baden, Warmbadetag. Macht nächste Tür. Oder respawnt der? Es ist ja nur ein Lappen. Der respawnt. So, wir müssen aber woanders hin. Schön, dass du mir das jetzt sagst, Sparks. Wäre doch nicht nötig gewesen. Ob ich irgendjemand von denen noch nicht hätte? Ich habe noch nicht eingesammelt, oder? Tolle Wurst, aber das macht's eh noch nicht aus. Da liegt noch was. Jetzt mal hier weg. Ich nehme mal meine Runde. Ich hasse euch.
Sparks noch nicht da, ne? I love it. Ja, ich war noch nicht bei dem Drachen. Das ist der Witz. Ich hab den ja gesehen. Hab mich nicht drum geschert. Wo haben wir denn einen höher gelegenen Ort? Das reicht nicht. Wäre auch schön, wenn ich das mal rund... Ja, das ist der Witz daran. Du sollst das rund... Ich guck mir das mal an. Komisch. Erstmal... Ja, das reicht, ist auch Quatsch, oder? Definitiv Quatsch. Nein, diese Säule ist das. Aber wie kommst du da drauf? Wie kriege ich die runter? Es wird einer der anderen Dudes sein. Ah. Ich kümmere mich drum. PlayStation. Gucken wir uns auch nochmal an. Der hat auch nichts damit zu tun. So, nächster. Wäre schon ziemlich gemein. Aber gut, nehme ich halt einfach alle mit. Und einer von denen... Spyro! Dann mangelt es an der Ausführung. Hals, ey. Und ich bin selbst schuld. Wir sehen uns gleich wieder an der Stelle. Sonst zieht sich das mir zu lang. Ich muss in der Oberwelt nochmal hinlaufen. Okay, dann muss es der gewesen sein. Also der... Ja, ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Der unmittelbar davor ist es ja nicht. Aber der nächste. Unika! Auch dich hätten wir gerettet! Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Mach's gut. Wenigstens noch ein Text hinterher. Nur noch 6 Drachen in der gesamten Welt. Und hier waren wir noch nicht. Das wird ein Spaß. Das ist wirklich ein Spaß. Das ist ein Spaß. Nein, ist ja nicht schlimm. Ich sehe das immer, ich bringe das immer so negativ rüber. Es sind halt Herausforderungen, aber deswegen spielen wir das ganze Jahr. Nur mal gucken, ob irgendwelche Edelsteine nicht eingesammelt wurden. Das wäre schade. Jetzt geht es in der Richtung weiter. Holy moly. Ja, ich war ja gerade selbst schuld. Das hat... So wie hier. Das war die falsche Kameraperspektive. Das hat mich halt so geärgert. Ich habe selbst versagt. Das geht besser. Geht auch schlechter. Aber nicht viel. Hier würde ich lang. Warum lässt du mich denn in die Richtung gucken, ey? Rock, das sieht doch sehr gut aus. Das könnte schon sein, hm? Aber voll, ey. Ne, da hinten. 3 Fünfer und der Fisch ist rasiert. Oh, shit. Das darf doch nicht wahr sein. Könnte er jeweils kommen. Lass mich doch nicht immer da hingucken. Was soll denn das?
Gegnern verwirren, desorientieren. Nicht mit mir! Niemals. Okidoki. Ich finde das Käse. Ich will dann immer zwei einsammeln und meistens geht das schief und sieht dumm aus. Ja, okay, wir haben die 100% in dem Level. Wir dürfen den guten Chuck jetzt nochmal mit unserer Anwesenheit beehren. Aber das ist okay. Auch hier sind wir wieder über die 30 Minuten gekommen, über die ominösen. Aber auch das ist okay. Auch noch, dass ich runterfalle, das ist okay. Das ist okay. Bitch, please. Eigentlich? Warum sollte ich denn zum Ziel gehen? Warum sollte ich eigentlich zum Ziel gehen? Ich habe 100% abgeschlossen. Was hindert mich daran, einfach wegzugehen? Wir haben doch alles. Oder? Ohne Scheiß. So, dann gehe ich noch zu dem Ballon-Typi und im nächsten Part werden wir in seinen Heißluftballon steigen und in Knasty Knorks. Nasty Knorks, Entschuldigung. Wer sagt auch immer lieber Knotschi statt Gnocchi? Das heißt Knotschi. So, hätten wir das mal geklärt. Fein. Diese gesamte Welt gut abgeschlossen. Weniger. Nein, haben wir geschafft. Alles cool. Shit, die Seitengasse nicht genommen. Ah, wo war das doch gleich? Ging's weiter, ne? Oh. Wer sich das Leben schwieriger macht. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.